was geht? Hier ist wieder euer Leon Slav back mit einem neuen Video und heute zu einem sehr spontanen Vlog. Denn wir haben uns gestern beschlossen, dass wir heute mal auf das Kickers-Spiel fahren gegen den SSV Ulm. Ich bin ja heute zu Hause und ich habe auch eine gute Freundin von mir dabei. Die war übrigens noch nie im Stadion. Das heißt, das könnte auf jeden Fall sehr spaßig für sie werden. Sie war zwar einmal im Frankfurter Stadion, da war aber kein Spieler, hat sich das Stadion nur so angeschaut. Jetzt ist es für sie aber das erste richtige Fußballspiel live im Stadion und ich hoffe natürlich, dass sie sehr viel Spaß haben wird. Für alle, die es nicht wissen, ich bin ja zusätzlich auch Kickers Offenbach-Fan, wie ihr uns schwer kennen könnt. Neben Borussia Dortmund bin ich natürlich auch Kickers Offenbach-Fan. Deshalb haben wir uns einfach mal beschlossen, da heute mal hinzufahren, da wir auch sehr lange nicht mehr im Stadion waren und ich gerne meine Offenbacher Jungs auch mal wieder live sehen will. Jo, schauen wir einfach mal, was bei dem Spiel heute rauskommen wird. Ich hoffe natürlich, dass Kickers Offenbach gewinnt, ist ja ganz klar. Und da würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei diesem Vlog. Und los geht's. Und der Geist vom Biberberg ist wieder erwacht. OFC, forever OFC. Das Feeling auf dem Biberberg gibt's nur beim OFC. OFC, forever OFC. Das Feeling auf dem Biberberg gibt's nur beim OFC. Und wenn der Weg auch steinig ist, gehen wir trotzdem weiter geradeaus. Wir stehen immer wieder auf, wir kämpfen und fighten, wir jubeln und wir schreien. Wer von uns heute an den Start geht. Und zwar beginnen wir im Tor mit der Nummer 1, Alexander. Mit der Nummer 6, Marco. Mit Nummer 7, Brian. Nummer 10, Matthew. Nummer 11, Serkan. Die 13, Christos. 21, Tren. 22, Serkan. 23, Dennis. 27, Ihab. Und die Nummer 28, Benjamin. Dann haben wir auf der Ersatzbank Oliver Kubik mit der Nummer 31. Busserwart hat die 4, Nummer 5 ist Christian Maslanka. Die 18 ist Aaron Frey. Auch in Scheu ist dabei mit der 20. Er ist auch wieder dabei. Jan-Hendrik Marx mit der 26. Und die 32 ist Konstantinos Leo Fytos. Und wir begrüßen den Trainer unserer Mannschaft, das ist Olli. Schiedsrichter sind heute einmal Timo Klein und an den Außenlinien Vincent Becker und Marlein Reichert. Mein Gottes Willen!
40. Spielminute, das 0:2, Torschütze, die Nummer 9, Thomas Reichel. Hör doch auf mit dem Rindepasse da! Yeah!
Paarrolle. Yo, Leute,
Leute, wir sind wieder zu Hause und ich muss euch ganz ehrlich sagen, so ein krankes Spiel habe ich lange nicht mehr gesehen. Ich meine, Leute, ihr müsst euch vorstellen, Kicker ist aufgemacht, liegt bis zur 62 Minute 3. Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, Kicker ist aufgemacht, liegt bis zur 62. Minute 2:0 hinten und es juckt überhaupt nicht und die machen einfach noch 3 Tore, als wäre Standard. Ja, wahrscheinlich. Ihr habt ja wahrscheinlich auch im Video gesehen, ich bin übelst abgegangen bei dem 3:2. Aber Leute, an alle, die jetzt Frankfurt-Fans sind oder sonst irgendwelche Fans, die keine Kickers-Fans sind, seid einfach ehrlich. Das war ein richtig geiler Freistoß und in der zweiten Halbzeit hat Kickers auch noch sowas von dominiert. Ich meine, zieht euch immer mal bei Freistoß allein ich meine, wenn ihr euch den Freistoß mal genau anschaut, aus welchem Winkel der diesen Ball in die obere Ecke feuert, das war schon ein mega krasses Traumtor. Und Kickers Offenbach hat es auf jeden Fall zum Schluss auf jeden Fall noch verdient gehabt zu gewinnen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, wenn ihr neu hier sein solltet, um keine Videos mehr zu verpassen. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr dieses Video vielleicht mit euren Freunden auf Facebook, WhatsApp oder sonst wo teilen würdet, weil ich mir mit diesem Video wirklich sehr viel Mühe gemacht habe und ihr mich damit natürlich unterstützen würdet. Ansonsten habe ich jetzt eigentlich nichts mehr zu sagen, außer, dass demnächst endlich mal wieder ein Let's Play von Uncharted kommen wird. Dann endlich die Vlogs von meiner Abschlussklassenfahrt in Berlin und die erste Folge Schlag den Lein. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch wirklich im Oktober kommt oder ob im November die erste Schlag den Lein Folge kommen wird. Ihr könnt euch auf jeden Fall drauf freuen, die wird demnächst auf jeden Fall bald kommen, in spätestens 3 Wochen. Also Leute, freut euch drauf auf die krassen Videos, die in nächster Zeit kommen werden. Vielleicht nicht dann jeden Tag, aber so mindestens mal 1-2 Videos in der Woche wird auf jeden Fall kommen. Und ich habe jetzt nicht mehr anderes übrig zu sagen, außer ich habe fertig. Forever OFC. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.